Torschancen, um das Spiel einfach auch für uns klar zu entscheiden. Das ist uns nicht gelungen. Der Gegner war immer wieder auch mit Standardsituationen gefährlich, aber im Grunde deutete nicht so viel darauf hin, dass wir das Spiel verlieren. Ja, zumal wir dann direkt nach der Halbzeit von machen hatten, in der ersten Halbzeit schon vier, fünf richtig gute Situationen für uns, wo ich das Gefühl hatte, so, jetzt ist eine Frage der Zeit, bis wir in Führung gehen und müssen dann nach dem 1-0, wo wir ein bisschen Glück hatten mit dem abgefälschten Schuss von Jordanov, müssen wir das mit mehr Überzeugung noch zu Ende spielen. Und dann waren wir eine Viertelstunde, 20 Minuten, haben wir nicht mehr so viele Offensivaktionen eingeleitet, weil wir doch eher den sicheren Ball gewählt haben, anstatt mit Tempo wieder nach vorne zu spielen, dadurch war der Gegner nicht mehr ganz so stark belastet in der Defensive und dadurch kam der Gegner auch wieder auf. Und trotz alledem ist das nicht unbedingt verdient für den VfB. Nicht unbedingt verdient, ich würde sagen, es ist unverdient, dass der VfB gewonnen hat. Aber gut, solange wir nicht mehr Torchancen reinmachen, kann der Gegner immer wieder zurückkommen ins Spiel und zeigen wir ihm dann noch in der letzten Minute, wo der Baumi sich einen Weg aussuchen kann. Köpft das Ding dann doch mitten aufs Tor und das war jetzt ein paar Mal so. Ja, man muss natürlich auch sagen, dass Uwe auch wieder eine gute Leistung gebracht hat. Ja, das ist doch schon auch Qualität. Ich kann es auch bald nicht mehr hören, dass ich hier meinen gegnerischen Trainer, den gegnerischen Torwart loben muss, wie toll er gegen uns hält. Es ist für uns nicht schön, dass so beurteilen zu müssen, aber letztendlich war es wichtig, dass wir eine gute Spielanlage hatten und viele Torchancen hatten. Und wenn das so weitergeht, werden wir vermehrt Spiele gewinnen, als dass wir sie verlieren. Danke. Vielen Dank, Kostas Steffen. Irgendeine Einschätzung? Ja, wenn ich denke schon, dass jedes in der Torschau hatte, das stimmt, aber ich denke, dass alles in der zweiten Halbzeit die Reaktion auf die erste Halbzeit gezeigt haben, obwohl wir kurz nach der Halbzeit das 0-1 bekommen. Falscher Schuss. Wir haben schon versucht, von der Spielanlage ein bisschen was zu ändern. Wir wollten passend besser zustimmen. Das ist in der ersten Halbzeit vor allem über die rechte Angriffsseite ging es nicht gelungen. Wir sind ein paar Mal zu oft durchgekommen. In der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir es deutlich besser gemacht. Haben dann auch nach dem 1-0 nicht blind drauf losgespielt, sondern haben eine gewisse Ordnung trotzdem gehabt, haben dann umgestellt, haben das System nochmal verändert. Und ja, dann brauchen wir eben auch mal eine Standardsituation, um dann zurückzukommen. Ja, das Ausgleichstor. Ich glaube, die Situation, die gab es 5 oder 6 Mal, wo der Ball runterfällt, wo nichts passiert. Und in der Situation waren wir wach, man Gründer dreht sich klasse und schießt es 1-1. Danach hat man gemerkt, dass die Kickers versucht haben, aber irgendwo trotzdem Angst hatten, glaube ich, ein Gegentor zu bekommen. Deswegen war das, der Druck ein bisschen draußen. Ja, und dann haben wir natürlich mit der super 1-Aktion Daniele, ja, den wir eigentlich als zweiten Stürmer einwechseln wollten, den wir dann aber auf die linke Seite gestellt haben. Von dort aus geht er dann diagonal an 3 oder 4 Leuten vorbei und tankt sich da klasse durch und macht es 2-1 für uns. Und zum Schluss war es dann halt einfach, wie es halt oft ist, wenn man eine knappe Führung hat, verteidigt. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, einen guten Torwart dabei gehabt. Und daneben finde ich nicht unverdient, sind als Sieger vom Platz gegangen. Ich denke schon, dass wir eine Reaktion gezeigt haben nach dem Rückstand. Und das ist auch wichtig bei der jungen Mannschaft, dass sie da den Glauben an sich selber nicht verliert, dass man natürlich auch ein bisschen von außen vielleicht einen neuen Impuls setzt. Den haben wir gehabt und daneben ist 2-1 gemacht und damit das Spiel gewonnen. Ich habe mich letztes Jahr daran erinnert, an das 2-1 kurz vor Schluss für die Kickers. Da konnten wir auch nicht unbedingt von hochverdient sprechen, aber letztendlich entscheidend Fußball nur mal Tore und das war für uns heute wichtig, dass wir da trotzdem dran geblieben sind. Und wie gesagt, dass man nicht alles verhindern kann in so einem Spiel, wo dann natürlich auch Emotionen dabei sind, ja, wo es auch viele taktische Fouls dann mal zwischendurch gab, ist ja klar, aber wir freuen uns jetzt heute wirklich. Es war wichtig für uns, jetzt dran zu bleiben, die kleine Serie dann auszubauen auch. Das sind jetzt 3 schöne 7 Punkte geworden.